Nachdem es ein bisschen gedauert hat, dass ich auch die Bonusrunde für die Erfinderin hinbekommen habe, wollen wir heute mal schauen, wie das mit der Hexe funktioniert. Also auch hier, es fängt alles an mit Standardregeln, aber wir kommen schrittweise zu anderen hinzu. Einen riesengroßen Applaus für die listige Hexe. Sie spielt um Ruhm und Reichtum. Ach nein, doch nicht. Es geht ihr nur um Ruhm. Wie genial. Erst einmal werden wir aber bei ihr auch mal eine andere Ausrüstung wählen müssen. Also die Zaubersprüche, die sie von Anfang an hat, werden anders sein. Entweder Schädigung und Gänseblümchen. Schädigung, da gibt man einen beliebigen Würfel rein und macht 3 Schaden. Oder Gänseblümchen und Gänseblümchen. Mindestens 4 muss hineinkommen. Der Würfelwert macht -1. Aber zu Beginn des nächsten Zuges hat man einen Mana-Punkt hinzubekommen. Aber eine andere Alternative wäre die Kombination aus Kessel und Löwenmaul. Kessel, da macht man einen Schaden und bekommt einen neuen Würfel zudem zurück. Löwenmaul, da macht man 3 Schaden und erhält 2 Mana, wenn man eine 6 reingibt. Ich werde mich für Kessel und Löwenmaul entschließen. Mana, das haben wir ja gesehen, das sind so extra gesonderte Zauberenergiepunkte, die man dann verwenden kann, um bei gewissen Zaubersprüchen bessere Effekte hervorzulocken. Dafür müssen wir aber erstmal gucken, dass wir auch wirklich ein paar Mana-Punkte einsammeln. Die bleiben auch nur in der jeweiligen Runde vorhanden. Es ist also nicht so, dass wir die nach einem Kampf in den nächsten Kampf mit reinziehen könnten. Aber das brauchen wir auch nicht, hoffe ich. Okay, da der erste Kampf ist vorbei. So. Und hier gibt es einen neuen Zauberspruch. Magischer Schild braucht einen ungeraden Würfel. Und fügt dann eben 3 Schild hinzu. Wundervoll, Löwenmaul. Aber wir haben aber aktuell auch noch nichts, wo es sich lohnen würde. Wir haben keinen einzigen Zauberspruch, der irgendeinen Mana-Effekt hat. Das dauert noch eine Weile. Trotzdem ist es nicht schlecht, schon mal im Hinterkopf immer die Idee zu behalten, ah okay, wie komme ich denn jetzt schnell an viel Mana? Das ist nie verkehrt. So, ein bisschen mit dem Schild den Angriff abgeblockt. Aber der Kampf ist eh schon vorbei und das Level-Up ist ebenso hier. Kälteeinbruch. Ungerader Würfel muss hineingegeben werden. 5 Schaden werden verursacht und wenn Mana-Anzahl auf 2 oder höher sich bezieht, dann wird auch noch Frost verursacht. Oder man kann Sonnenstrahl nehmen, ein gerader Würfel kommt hinein, 5 Schaden wird gemacht und es kostet 2 Mana, den doppelten Schaden zu machen. Ich weiß bei Kälteeinbruch aber nicht, ob die Mana-Punkte mir dann auch abgezogen werden oder ob es reicht, wenn wir einfach viel Mana besitzen. So oder so werde ich Kälteeinbruch nehmen. Das lege ich mal auf die 6 und wir gehen in die nächste Ebene. Wähle eine Regeländerung, Wolfswelpe. Dein Feind und du, ihr beide beginnt jeden Kampf mit Zorn. Das ist interessant, weil wir damit gleich von Anfang an mehrere Würfel bekämen, wenn wir einen Würfel auf Kessel spielen. Dann haben wir 2 statt 1 zurückerhalten und nur 1 verbraucht. Das wäre okay. Aber es geht ja auch nur für die erste Runde. Wenn wir hingegen Löwenmaul spielen, dann können wir uns halt auch womöglich gleich am Anfang
zweimal Mana mehr holen. Daher ja, so oder so, wir werden den Wolfswelpen nehmen. Mal gucken, ob das eine schlaue Entscheidung war oder nicht. Zauberer. Okay. Wir geben die 5 in den Kessel und das verdoppelt sich. Daher haben wir jetzt gleich einen Würfel mehr. Kälteeinbruch wird ausgespielt. Ja, Kälteeinbruch. Und magischer Schild, um uns noch einen Schild auch zu gönnen. Er nutzt das gleich mal für eine Spiegelhalle und bekommt damit 2 Würfel mehr als sonst. Das ist ordentlich. Okay. Nochmal der Kälteeinbruch. Und ja, wir werfen die Würfel. Ja, er hat gleich mal gezeigt, warum das eine richtig schlechte Idee war. Mit dem Wolfswelpen. Aber naja. Kristallkugel. Wir spielen den Kessel aus. Und ja, er hat den ja zwar abgeblockt, aber ich habe trotzdem ja den Würfel erhalten. Werde also zweimal Kälteeinbruch spielen. Und noch einmal Löwenmaul. Sehr gut. Glück gehabt. Weil wenn er jetzt noch so viele Würfel immer wieder hat, hätte das böse ausgehen können. Wir haben den Zauberspiegelkessel gefunden. Mindestens eine 4 muss hineingegeben werden. Erhalte dafür einen neuen Würfel. Wenn du eine 6 reingibst, dann sogar einen Würfel mehr für den gesamten Kampf. Ja, gebe ich mal in die 3 hinein. Klebefinger. Er fängt an und stiehlt gleich zweimal hintereinander. Wir müssen ihn also unbedingt rausnehmen. Daher Löwenmaus spielen. Zweimal am Anfang mit dem Zorn. Dadurch haben wir schön viel Mana. Und ich denke, hoffe, dass wir Kälteeinbruch hier nochmal spielen können. Damit wir ihm... Ja, können wir. Jetzt sehen wir auch gleich mal, ob Mana uns abgezogen wird oder nicht. Nee, sehr gut. Das bedeutet, wir kriegen hier wirklich viel... Also wir haben einen Vorteil, weil er wird immer wieder eingefroren jetzt dann dabei und kann nicht fliehen. Das ist super. Sonnenstrahl wäre natürlich auch gut gewesen. Ne, natürlich. Da hätten wir uns schön viel Schaden immer machen können. Aber es reduziert dann eben ja auch unser Mana und der Effekt ist jetzt immer dabei. Haha, ich warte einfach, bis du verlierst und dann klaue ich dir all dein Gold. Ja, ja. Ich hoffe, dass ich diesmal das besser hinkriege. Verbesserter Zauberplatz. Die Heilungen sparen wir uns natürlich auf. Wir sind ja mit dem Level-Up gerade gut bedient und wir finden hier einen Schraubstock. Als Zauber oder Lebensentzug und Glaskessel. Schraubstock gibt 2 der Differenz von 2 Würfeln zurück. Lebensentzug maximal 3 als Würfel geht hinein, dann werden 3 Gesundheit vom Gegner abgesaugt. Und Glaskessel gibt einen beliebigen Würfel rein, dann wird ein Würfel des Gegners eingefroren und du würfelst eine 1. Ja, finde ich jetzt alles semi-interessant. Ich lasse es also mal und gehe gegen den Piraten vor. Löwenmaul verbessert. Bei einem geraden Würfel wird Mana hinzugefügt. Ist für uns ideal. Wundervoll. Jetzt ist für mich ein bisschen die Frage, wie eine Verbesserung vom Kälteeinbruch aussieht.
Ja, da ist es einfach nur egal, was für einen Würfel man reingibt. Okay, damit Kälteeinbruch wird woanders ausgespielt. Die 5 wird reingegeben. Und wir nehmen den Kessel. Löwenmaul, weiter geht es. Sehr schön. Unsere kleine Eishexe hier kann damit ganz gut was ausrichten, denke ich. Wunderbar. Heilung, Heilung, weiter geht es. Die Hexe selbst als Regeländerung. Ein Zauberplatz enthält jeden Zug einen komplett zufälligen Zauber. Interessant, das ist also genauso wie die eine Regel von einer früheren Episode. Und ich finde das ganz cool. Ich nehme das. Dann bringen wir da ein bisschen Abwechslung hinein mit zufälligen Zaubern und gehen gegen den Bully erstmal vor. Entzünden. Doppelte Würfel müssen hineingegeben werden, also auch welche mit einem gleichen Wert. Dann verursacht man einmal Brennen und man kriegt beide Würfel zurück. Das ist ein wenig interessant, weil wir damit ganz viele Sechsen hätten. Und ich glaube, das machen wir jetzt mal mit dem Zorn. Dann geht die 5 in den Kessel. Kälteeinbruch. Verbessert. Braucht ja nur irgendeinen Würfel. Und nochmal Kälteeinbruch. Ja, wir haben jetzt leider noch keinen Mana gehabt und damit nichts eingefroren. Aber es ist okay. Es ist gar nicht mal schlecht. Wunderbar. Einmal Schaden, neu würfeln. Kosten für ein Mana, 2 Würfel zurück. Das wäre bei der Obstschale der Fall. Aber wir haben kein Mana und es gibt auch keine Option, das sich zu holen. Kälteeinbruch einmal nehmen. Wir spielen noch einmal Mana hier aus. Ja. Okay, Kälteeinbruch bitte. Dann die... Ach schade, das ist so knapp. Es wird so knapp nicht. Das ärgert mich ein bisschen. Wobei, doch, es wird was, ne? Ja. Wir haben ja einen Würfel zurückbekommen. Den können wir auch gleich mal werfen. Und ein Kälteeinbruch plus. Damit ist der Kampf gegen den Bully vorbei. Konnten also 4 Schaden nochmal abwerten. Was gibt es im Geschäft? Eine Heilung. Ja, Blumentopf. Maximal 4 wird reingegeben. Erhalte einen neuen Würfel und bei einer 4 erhalte ein Mana oder ein weiteres Löwenmaul als Zauber. Tja, wenn, dann würde ich natürlich nochmal ein Löwenmaul kaufen wollen, aber macht sich das bezahlt aktuell? Naja, dann bräuchten wir nicht immer auf eine 2 hoffen. Ja, ich kaufe einmal Löwenmaul und packe das auf die 5. Und kämpfe nun ohne Heilung gegen die Baumnymphe. Oder den... gegen die Baumnymphe erstmal. Tja, es hat sich leider jetzt nicht bezahlt gemacht. Der Spiegelkessel erhalte einen neuen Würfel und wenn ich eine 6 reingebe, dann sogar einen weiteren Würfel noch dazu. Das ist ja gar nicht schlecht. Dann machen wir genau das. Wir machen Spiegelkessel verbessert, geben die 4 hinein mit dem Zorn. Okay, sehr schön. Löwenmaul mit der 6
Und den Rest Kessel einmal. So wie werfen. Das ist aber gut. Wir haben jetzt halt eben zwei Würfel mehr pro Runde und können damit sehr schnell die Baumnymphe, hoffe ich, besiegen. Das müssen wir jetzt auch. Kristallkugel. Wir bräuchten, glaube ich, den Kälteeinbruch. Ja, wir geben mal die 4 in den Spiegelkessel. Wir bekommen ja einen neuen Würfel. Das ist okay. Kälteeinbruch einmal. Ja, ich spare es mir noch auf. Gebe die 4 in den Kessel. Wir produzieren einen neuen Kessel. 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 Und ein weiterer Kessel, bitte. Kälteeinbruch verbessert. Mit... Ja, ist eigentlich alles Wumpe. Hauptsache, wir frosten sie ein bisschen. Dann nochmal Löwenmaul. Und die nächste Runde kann losgehen. Ja, sehr schön. Sie kann nicht so viel mehr machen. Also keine Panik. Das ist jetzt eh vorbei. Level Up ist damit drinnen. Gänseblümchen oder Duplikat. Gänseblümchen haben wir ja vorhin schon gehört. Mindestens 4 reingeben, Würfelwert wird dann reduziert und man bekommt am nächsten Zug, am Anfang des nächsten Zuges, ein Mana hinzu. Duplikat ist natürlich auch schön. Mindestens 4 wird reingegeben und dann verdoppelt man einen Würfel. Den müssen wir auch lernen. Also wir können nicht sagen ignorieren, egal ob bei Gänse, Blümchen oder Duplikat. Und ich werde den magischen Schild dafür opfern. Okay, wir haben 3 Gold. Ja, ist egal. Wir gehen gegen den Yeti vor. Wir haben sehr viele Sechsen diesmal gewürfelt. Das ist ja schön. Prinzipiell ist das sehr, sehr schön. Aber ich mach mal den Kessel. Tja, ich hätte mich natürlich mehr über eine 2 oder eine 5 gefreut. Einfach nur, damit wir ein bisschen Mana hier noch tanken können. Aber das ist nicht möglich. Daher nochmal 2 Kessel. Und der Kälteeinbruch wird natürlich trotzdem durchgeführt. Auch wenn das bei dem Yeti immer so eine Sache ist. Weil wenn wir den später zum Einfrieren benutzen, haben wir ein kleines Problem, weil wir dann ja immer ganz viele Einsen hätten. Wobei das dabei eigentlich auch nicht so schlimm ist. Gut. Davon haben wir alles nichts. Daher Kessel. Kessel. Wie viele hat er denn jetzt eingefroren, sag mal? So. Danach brauchen wir aber unbedingt eine schöne Heilung. Und er friert alle Würfel ein, das war zu erwarten. Löwenmaul könnte man verwenden jetzt, aber lohnt sich das noch? Nee, weil Kälteeinbruch, Löwenmaul kommt dann rein. Passt schon, er ist weg. Die lassen wohl heutzutage jeden mitmachen, hä? Geh doch mal mir aus dem Weg, du arroganter Eisschnösel. Heilung, Heilung, Truhe.
Kopf rechnen. Eine Gerade muss hinein, also ein gerader Würfel. Der wird dann gleichmäßig geteilt. Wir ignorieren das und gehen nochmal zu dem Laden. Blumentopf. Macht der sich besser als ein Duplikat? Eigentlich auch nicht, ne? Nee, passt schon. Regeländerung. Bully. Alle Feinde bekommen einen Stein oder zufällig eine andere. Ich gehe mal auf eine andere. Und es wird die Zauberin. Feinde können unbenutzte Würfel nach dir werfen. Fair. Na gut, dann der Sauger bitte als Nummer 1 Feind in diesen, in dieser neuen Ebene. Löwenmaul, Löwenmaul, Löwenmaul. Ja, das Problem ist, ich habe keinen anderen geraden Würfel, deswegen mache ich Kessel zuerst. Dann Löwenmaul. Dadurch kriegen wir durch die verbesserte Version noch Mana hinzu. Kessel. Und ich bereite ich schon mal ein weiteres Löwenmaul vor? Nee, ich werf den hinterher. Macht ordentlich Schaden jetzt in der Kombination. Aber das war ja klar. Kristallkugel bitte. Ja, wir machen mal die 5 und die 2 in die Kessel rein. Ich hoffe eigentlich genau auf Kälteeinbruch. Daher brauche ich ein paar Sechsen mehr. Ja. Einmal schon vorbereiten wieder. Dass das doch noch hier so hart wird, ist unangenehm ohne Ende. Aber war leider irgendwo auch klar. Es ist mindestens eine 4. Aber ich habe nichts davon. Nee, ist egal. Zwei seiner Würfel sind eingefroren. Er macht ordentlich Schaden. Aber wenn ich mich jetzt nicht irre, dann ist er ja eh erstmal fort. Immerhin. Wir brauchen direkt eine Heilung. Eigentlich müsste ich zum Panzerkäfer in der Hoffnung, dass das schnell geht. Aber der Plärrvogel... Die Frage ist, wie gut sind seine Würfe diesmal? Ich habe aber auch keine Möglichkeit, mich irgendwie zu heilen, oder? Nee. Gladiolen. Mache den Schaden, den du reingibst und bei 2 oder weniger erhalte 2 Mana. Das nehmen wir anstelle des Spiegelkessels. Und ja, ich bin jetzt echt unsicher. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll hier. Naja, nee, erstmal der Plärrvogel in der Hoffnung, dass da irgendwie was geht. Kristallkugel sofort. Löwenmaul. Löwenmaul verbessert reingeben. Dann Duplikat für die 6 und dann nehmen wir auch 2-mal Kälteeinbruch gleich rein. Ja, er macht, das ist halt das Problem, er macht auf jeden Fall jetzt Echoblast, aber er macht nicht viele.
4 Schaden. Es kann auch sein, dass er uns zum Schweigen bringen will. Vielleicht ist auch das eher seine Strategie. Mal sehen. Ja, oh. Ja, okay. Kessel natürlich. Und dann Kälteeinbruch. Ja, war klar, dass der Playervogel hier mal wieder stresst. Gut, direkt eine neue Runde, ein neuer Versuch in der Bonusrunde. Ich bin gespannt. Und es gibt eine weitere Option diesmal. Die Obstschale. Einmal Schaden und neu würfeln. Wenn man Mana hat, mindestens 1, dann wird um 1 die Mana-Anzahl reduziert und man erhält 2 Würfel zurück. Und Löwenmaul. Schädigung und Gänseblümchen wäre das andere. Ich bleibe bei der Kombination mit Löwenmaul. Ist ja leicht abgeändert, aber mit einer anderen Zauberkarte für den Beginn. Ja, da muss ich mir irgendwas überlegen. Eine Strategie. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich am besten vorgehen soll. Sie braucht halt schon irgendwelche Zaubersprüche mit Mana, denke ich. Blauer Ozean. Maximal 4 wird hineingegeben. Der Schaden wird gemacht. Und 2 Mana kostet es, damit man auch 3 Punkte heilt. Ja. Frosch als nächster. Immerhin, man konnte alles verwenden. Kristallkugel spare ich mir mal wieder auf. Wenn möglich. Ja, alles gut. Wenn ich endlich ein großes Schwert habe, dann wird sowas nicht mehr vorkommen. Warte nur ab, du. Das werden wir sehen. Level up. Tja, ich war mit dem Kälteeinbruch ganz happy, aber ich nehme diesmal die Eisscherbe. Ein ungerader Würfel muss hineingegeben werden. Man macht den jeweiligen Schaden und friert einen Würfel des Gegners ein. Klebefinger. Feinde machen manchmal den ersten Zug. Nein, zufällig. Und es wird die Hexe. Ein Zauberplatz enthält jeden Zug einen komplett neuen Zauber. Habe ich noch nicht so viel Gebrauch gemacht gehabt davon in dem ersten Versuch, aber ich hoffe, dass sich das schnell ändert. Die Baumnymphe, Kristallkugel wäre aktiviert. Dann machen wir das auch mal. Die Eisscherbe, obwohl... Erstmal die Obstschale. Dann nochmal die Obstschale. Wir erhalten die Möglichkeit, die Eisscherbe zu nutzen. Wir reduzieren die 2, dann können wir die Eisscherbe nochmal nutzen. Und bereiten schon mal ein Löwenmaul vor.
Blutkessel saugt einmal Gesundheit ab und wir erhalten einen neuen Würfel. Mit der 5 können wir wieder die Eisscherbe nehmen. Die 1 kommt in die Obstschale rein und damit werden wir eine neue Eisscherbe herlocken. Zum Glück, ja, ist gut für sie. So. Es wird, aber ein wenig dauert es noch. Sehr gut. Relativ geringer Schaden und wir können einen neuen Zauber nehmen. Die Spiegelhalle braucht eine 6 und man erhält einen Würfel mehr im gesamten Kampf. Der Zauberer hat auch diese Attacke im Petto. Mal sehen, ob er sie heute spielen darf. So, die 5 kommt in die Obstschale hinein. Die 2 mal in dem Blumentopf. Ja, die Eisscherbe wird schon vor, ja, herausgeholt und Löwenmaul mit einer 6 bespielt. Spiegelhalle. Ja, Gratulation, Kollege. Blumentopf. Löwenmaul. Ja, aber wir haben hauptsächlich die Eisscherbe als Angriffsmöglichkeit hier. Daher, Löwenmaul und Eisscherbe sind gerade das, was uns auch dazu bringt, unseren Gegner seine Lebensenergie zu berauben. Müssen wir also immer in Anspruch nehmen. Eisscherbe, Löwenmaul und alle raufwerfen, damit ist er weg. Das Level-Up kommt wie gerufen, ein weiterer verbesserter Zauberplatz und der Baby-Tintenfisch ist der nächste. Tja. Wie ist denn die Verbesserung bei dem blauen Ozean? Ja, dass der so viel Schaden macht, wie er will. Das ist eigentlich ganz gut. Und ich glaube, gerade auch so ziemlich das Einzige, was wir effektiv machen können, oder? Die 1 in die Obstschale. Die Eisscherbe verbessert. Ja, sagt auch prinzipiell, jeder Würfel kann rein. Okay. Wir nehmen die Eisscherbe mit rein. Und mal gucken. Ja, jetzt blendet er nur ein paar Würfel. Das ist okay. Bitte sehr. So. Schade. Hätte ja klappen können. Löwenmaul. Der Schaden wird also gering bleiben durch das Einfrieren. Er nervt zwar ein bisschen rum, weil er immer wieder jetzt dann das mit dem Blind macht, aber an und für sich komplett egal. Eine Heilung wird dann genügen, ein bisschen ein Apfel und wir blicken in das Geschäft und können dort kaufen. Schubsen, Gegenzauber, dickes Fell. Ja, nee, das ist alles irrelevant für uns gerade. Regeländerung Baby-Tintenfisch, einer deiner Würfel ist zu Beginn jeder Runde geblendet. Nee,
Zufällig bitte. Einer deiner Würfel brennt zu Beginn jeder Runde. Ja, ist auch nicht schön, aber ist okay. Wir nehmen erstmal den Feuermann. Der ist eh schwach gegen Eis, das kommt uns gut entgegen. Dann teilen wir nochmal die 3 mit dem Signalstörer auf und greifen gleich an. Wobei, ja super, die Eisscherbe konnte ich nur durch eine Obstschale nochmal richtig schön aufbauen und ihm, ja, also ich konnte eben mir jetzt gerade noch eine 6 erarbeiten und damit ihm ordentlichen Schaden machen. Das war ganz schön. Aber immer nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, denn das hier ist natürlich trotzdem und bleibt kritisch. Kristallkugel und Schiss. So, und jetzt brauchen wir keine Heilung, weil der Klebefinger schon auf uns wartet. Da ist auch wieder das Einfrieren eine gute Sache. Damit können wir seine Flucht gleich mal verhindern. Also Eisscherbe auf den guten Platz reingeben. Und das, ja, können wir mal machen. Aber ist eigentlich egal. Hauptsache, seine Würfel werden immer zu Einsen und er kann nicht fliehen. Das passt schon. Okay. In Ordnung, in der nächsten Runde ist er dann auch weg. Und wir haben ein Level Up, sind wieder voll geheilt. Das ist wunderschön. Gänseblümchen oder Duplikat? Ich nehme natürlich das Duplikat. Und damit gehen wir auf die letzte, auf den letzten Platz. Zudem haben wir einen neuen Zauber gefunden, Suppentopf. Beliebiger Würfel geht hinein. Ein Schaden, neu würfeln. Wenn man mehr als 6 Mana hat, gibt es eine 5 oder 6 zurück. Da bin ich mir zum Beispiel unsicher, ist das gemeint im Sinne von ein zusätzlicher Würfel oder dass einfach nur garantiert ist, dass man eine 5 oder 6 erhält. So oder so ignorieren wir das mal, weil ich aktuell noch nicht so viel auf die enorme Erhöhung des Manas gehe. Schon ein bisschen hin und wieder, aber nicht so verkrampft gerade. Okay, wir frieren ein und das reicht eigentlich auch, weil er dann jetzt immer eine 1 hat und wirklich nur das erste Schloss aufschließen können wird. Wir machen ihn also Schritt für Schritt jetzt dem Gar aus, machen sein Handlungsspektrum damit aber geringer und erfreuen uns dann einfach mal daran, dass der Schaden ziemlich konstant klein bleibt. Danach holen wir uns eine weitere Heilung durch die 2 Äpfel ab und dann gehen wir in die nächste Ebene. Kristallkugel kann sich also gespart werden für die nächste Runde hier. Das ist sehr, sehr schön. Oh, gut gemacht. Echt ein anständiges Kämpfchen. Wenn du erstmal verlierst, dann wirst du der ideale Lakai. Niemals. Ich verliere vielleicht hin und wieder, aber nicht dauerhaft. Wir können Geistblatt kaufen. Maximal 3 wird reingegeben. Wir erhalten einmal Gesundheit sowie einmal Mana. Wir könnten prinzipiell uns auch einen Apfel hier kaufen oder aber magischer Bolzen. Gerader Würfel wird reingegeben.
und man macht dann 4 Schaden. Und am Anfang des Zuges macht man 3 Schaden. Im Sinne von automatisch? Dann wäre magischer Bolzen ideal geeignet. Und wisst ihr was? Ich nehme... Ich nehme die Spiegelhalle raus. Ja. Mal gucken, wie schlau das war. Der Bully. Alle Feinde bekommen einen Stein. Ich gehe auf zufällig. Papierkrieger, beginne mit 2 Extrawürfeln und verliere jeden Zug immer wieder einen Würfel. Ist blöd, aber hilft jetzt nix. Der faule Apfel wird der erste sein. Die Kristallkugel bitte. Magischer Bolzen verbessert. Dann auch nochmal die Eisscherbe natürlich. Eisscherbe erneut. Und die werden einfach geworfen. Sehr schön. Wir geben die 4 in den magischen Bolzen hinein. Wir spielen einmal die Eisscherbe aus und ein weiteres Mal. Würfel wird wieder geworfen. Man kann sich das Ergebnis fast denken. Der Schaden für ihn wird hoch, unser hingegen bleibt gering. Und er ist damit besiegt. So. Was haben wir hier? Einen Mondstrahl. Gerade Würfel wird hineingegeben, man macht 5 Schaden. Und wenn Mana über 7 ist, macht man sogar den doppelten Schaden. Brauchen wir nicht. Wir gehen auf Aurora zu. Kälteeinbruch. Ja, okay. Kälteeinbruch wäre jetzt natürlich interessant, aber es gibt keine Option für uns, wie wir hier nun Mana machen könnten. Aktuell. Die 5-mal in die Obstschale geben. Wir machen das nochmal mit der 5. Die 2 für Löwenmaul. Tja, ich wäre natürlich interessiert an dem magischen Bolzen, aber Kälteeinbruch wäre auch nicht schlecht. Ich bin ein bisschen unsicher, was hat sie denn? Sie hat Hitzewelle am Anfang. Ja, aber es verursacht nur einmal Frost, ne, bei einem einzigen Würfel. Ich bleib beim magischen Bolzen. Okay, ich werde diese Würfel auch diesmal anpacken, um wartet mal kurz, so, die 3 für 9 magischen Bolzen, die 2 gebe ich dort rein, die Kristallkugel ist ausgespielt, nochmal der magische Bolzen. Wir nehmen den Pfannenwender, um alle auf die Kehrseite zu bringen. Damit haben wir einen weiteren magischen Bolzen, wenn alles klappt. Ja. Dadurch, dass wir Mana haben, haben wir jetzt auch mehr wiederbekommen. Stimmt ja.
Ja, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zwei Würfel zurück. Ein weiterer magischer Bolzen kann ausgespielt werden und wir, ja, die anderen bringen wir direkt auf sie rauf. Die anderen Würfel. Oh ja, jetzt schockt sie unsere Sachen. Ich weiß nicht, ob damit der Effekt von dem magischen Bolzen für den Anfang jedes Zuges betroffen ist oder nicht. Nee, sieht nicht so aus. Gut. Magischer Bolzen, der Verbesserte und die zwei brennenden Würfel tun die restliche Arbeit. Wir nehmen die Heilung und die andere Heilung, gehen auf die Zauberin zu und beenden die Ebene 4, wenn alles klappt. Ja, die 5 geht wieder in die Obstschale. Magischer Bolzen Nummer 1. Magischer Bolzen Nummer 2. Und die Würfel werde ich einfach nur werfen. Weil sie wird uns schon genügend angreifen, denke ich. Da kommt die Kristallkugel eh bald wieder ins Spiel. Okay. Ich nehme einmal die 3 für den magischen Bolzen, klar. Ich nehme die 4 und verspiel das. Den Rest werfe ich ihr nur hinterher. Ich glaube nämlich, die Kristallkugel kann ich mir wieder aufsparen. Ich bin ziemlich optimistisch, dass wir die Runde nämlich durchkriegen. Ja. Sehr schön. Level up. Wir sind gesund und können uns eine Belohnung aussuchen. Entweder ein Extra-Würfel oder den Zauber merken. Da müssen 2 Würfel reingegeben werden, die denselben Wert haben. Ersetzt den Zauber im Platz, welcher Wert auch immer, mit einem unerwarteten Zauber. Wir nehmen den Extra-Würfel natürlich. Die Ebene 5 wartet. Wir müssen aber schauen. Erleide 2 Schaden zu Beginn jeder Runde. Wenn dein Limit Break nicht voll ist, würde der Panzerkäfer sagen. Wir nehmen was anderes. Zauberin, Feinde können unbenutzte Würfel nach dir werfen. Ja, so viel dazu. Ich bin echt nicht happy. Die Heilungen sind so weit weg und Kristallina und Rattenkönig sitzen davor. Hier wäre der Kopfgeldjäger für eine Heilung und hier ist der Plärvogel. Ja, okay, ich mach Kristallina und den Rattenkönig zuerst. Also, Kristallkugel wird natürlich ausgespielt. Wir nehmen... Ja, das Blöde für mich gerade ist, dass natürlich nicht der magische Bolzen, die 3, reingekommen ist. Aber was ich gut finde, ist die Eisscherbe. Daher werde ich die mal die ganzen 4 duplizieren und dafür sorgen, dass Kristallina in ihrer ersten Runde einfach nur 1 hat und keine einzige Kristallwaffe, die sie ausspielen wollen würde, uns hier um die Ohren hauen kann. Mal sehen. Das ist ordentlich. Das ist gut. Ja. Yeah. Oder noch irgendwas anderes? Nee. Also ja, doch, eine Sache vielleicht noch. Ich mache nochmal die eine Obstschale, um ein bisschen dezent verbesserten Schaden an Kristallina durchzuführen. Aber wichtig ist eigentlich eher gerade, dass sie alles Mögliche eingefroren bekommt. So, mal sehen. Das ist schon ganz gut bei ihr. Vielleicht sollten wir hier wirklich mehr auf Einfrieren gehen.
Die 6 bitte verdoppeln. Dann nochmal eine Eisscherbe hier raufbringen. Die andere nutzen. Und dann mit der 6 ein verbessertes Duplikat bringen, um zweimal den magischen Bolzen zu spielen. Und in der nächsten Runde mit ziemlicher Sicherheit Kristallina rauszuhauen. Auch wenn irgendwie ein Würfel mal eingefroren wird. Ja, wunderbar. Geringer Schaden, das ist gut. Dann können wir uns auch dem Rattenkönig so widmen. Auch hier wären prinzipiell die Eisscherben gut, aber die haben wir gerade nicht parat. Obstschale macht aber was her. Doch. Okay. Duplikat. Die 4. Dann werden wir das auch mal nehmen. Und zweimal magischen Bolzen ausspielen. Dennoch. Trotzdem ist es gut, dass er uns nicht vergiften kann. Aktuell. Nicht in dieser Runde jedenfalls. In der nächsten natürlich schon, aber die kommt ja erst noch. Also warten wir mal ab. Die Eisscherbe. Magischer Bolzen verbessert. Die werden nur geworfen. Okay, 2 bis 3 Mal Gift, wenn alles klappt. Okay. Ja, es ist in Ordnung. Für den jetzigen Stand. Wundervoll. Dann brauchen wir nur eine der beiden Heilungen Stand jetzt und können zum Kopfgeldjäger gehen. Sehr viele Eisscherbenmöglichkeiten, das gefällt mir. Bringt ihm denn die Eisscherben irgendwas? Ja, er kann dann Grabscher nicht großartig verwenden, weil es ein ungerader Würfel wäre mit der 1. Und Elektromagnet, der braucht ja auch seinen Countdown. Also werden die Eisscherben der erste Part hier sein in dem Kampf. Drei seiner 4 Würfel sind eingefroren. Er kann nichts stehlen. Sehr gut. Die 4 wird genutzt. Ja, oder? Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja, okay. Wir machen die 4 in die Eisscherbe rein und duplizieren eine 3, um noch zweimal magischen Bolzen hier rauszuhauen. Kristallkugel. Schaden nehmen, Schaden nehmen. Obstschale probieren. Ja, nee. Hat leider nicht so gut geklappt, wie ich mir gewünscht hätte, aber es ist in Ordnung. Er holt sich einen magischen Bolzen, klar. Aber der Verbesserte ist immerhin noch da. Den können wir auch gut gebrauchen. So.
Leider wird er nicht in dieser Runde weg sein. Das ist schade. Ach Manu, na gut, in der nächsten dann eben. Dann brauchen wir auch da die zwei Äpfel, bevor wir uns zu dem Klärvogel begeben. Aber ist okay. Nicht so wild. Wir haben einmal Kristallkugel dann aktiviert. Das ist ja schön. Einmal den Apfel, dann nochmal den Apfel und dann ist der Klärvogel dran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, da gefällt mir das mit der Eisscherbe tatsächlich nicht so doll, weil wir dann ihn dazu bringen würden, uns zum Schweigen zu bringen. Das heißt, ich könnte hier das nicht benutzen. Und zudem, was noch viel schwerwiegender ist, er würde bei unserer Zaubersprüche mit absoluter Sicherheit schwächen. Daher Duplikat für die 3. Nochmal Duplikat für die 3. Und dann geht es soweit los. Wir werden magischen Bolzen spielen. Nochmal magischen Bolzen spielen. Natürlich noch einen weiteren magischen Bolzen spielen. Und jetzt ist vielleicht noch die Frage, ob irgendwas anderes noch interessant wäre. Aber nein, ich werde ihn einfach hauen und hoffen, dass wir in der nächsten Runde ganz gut was bekommen. Ja, es ist klar, dass er womöglich so oder so uns schwächen kann. Sicher. Muss man aber meiner Meinung nach nicht extra noch provozieren. Die 6 kommt in den magischen Bolzen hinein. Die 4 kommt in den magischen Bolzen hinein und der Rest wird geworfen. Wir müssen hier nur bestehen. Das ist das Einzige, was zählt. Damit ist es durch. Das Level-Up ist ja da. Wir werden wieder voll geheilt und haben nun die Möglichkeit, entweder einen verbesserten Zauberplatz oder einen vorbereiteten zu nehmen. Ich wähle den vorbereiteten. Und dort geben wir hinein magischen Bolzen. Sowie. Ja. Ich überlege halt, ob ich gleich nochmal einen magischen Bolzen nehme, damit wir gleich am Anfang prinzipiell unserem Gegner einfach 6 schon rausnehmen. Ein bisschen offensiver. Wir können zum Abschluss kaufen. Einen Apfel brauchen wir nicht, klar. Aber Eissturm. 2 Würfel gehen rein, man macht die Summe als Schaden und friert einen Würfel ein. Oder Sommersonnenwende, 2 gerade Würfel, die machen dann die Summe als Schaden. Der dreifache Schaden wird prinzipiell gegönnt, wenn man 4 Mana hat und als Kosten hinterlegt. Hat aber auch immer das Problem, dass man 2 Würfel auf einmal rausgeben muss. Das Schöne ist, ich glaube, wir nehmen den Eissturm für den blauen Ozean rein. Und ja. Ja, nee, ich nehme das nur als eine Option, aber ich lasse die magischen Bolzen. So. Hexe gegen Ordway, also genau der gleiche Kampf wie für die Erfinderin. Mal sehen, ob die Magie der Technik hier überlegen ist und dass die kleine Hexe das sofort hinbekommt. Ja, du schon wieder? Toll, du wirst jeden Tag besser. Und denk daran, du verlierst 100% aller Kämpfe, denen du aus dem Weg gehst.
Jawohl. Kristallkugel bitte. So. Die Winterwinde sind für uns natürlich irrelevant, das sieht man jetzt schon. Aber wir könnten ein Duplikat nehmen und damit die 2 ja, verdoppeln. Das ist eine Idee. Wir holen uns Mana. Wir geben dort die 3er rein. Wobei, na, vielleicht erstmal die 1. Bin so blöd. Nein. Die 4 bitte. Natürlich. Genau. Dann kommt ein weiterer magischer Bolzen hinein. Dann nehmen wir den geraden Würfel mit. Und dann zum Ende möchte ich noch einen verbesserten Eissturm, um 2 Würfel von ihr einzufrieren. Das passt. Damit kann sie unsere Ausrüstung nicht so einfach schwächen. Das ist also gar nicht mal so übel. Die 5 und die 2, die geben wir in die glückliche 7 hinein. Die Würfel, einen davon erhalten wir zurück. Nämlich die 5, das ist schön. Machen wir nochmal Eissturm. Und den Rest hauen wir ihr wischen ein hinter die Ohren. Oder an die Ohren vorbei. Es ist ein leichter Angriff. Aber wir wollen sie ja nicht sonst wie verletzen. Schon, dass der Kampf vorbei ist. Aber da nichts Lebensbedrohliches. Schockwelle noch dazu. Sehr gut. Ja, das ist vorbei. Das lief sogar ziemlich gut. Nach dem ersten missglückten Versuch bin ich damit sehr zufrieden. Ganz ehrlich, was würdest du mit deinem Herzenswunsch überhaupt anzufangen wissen? Nein, nein, was für eine dumme Frage. Drehen wir einfach am Rad. Na klar. Und? Hat nicht geklappt. Nun, du musst dir wohl auch weiterhin keine Gedanken machen. Zumindest heute nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Die Bonusrunde ist aber durch und ich freue mich. Bin allerdings, was das angeht, genauso erschöpft. Aber glücklich wie die kleine Hexe und freue mich darauf, die letzte Bonusrunde mit euch das nächste Mal anzugehen. Und zwar mit dem Hofnarren. Macht's gut.